Ihr fragt Tom, was er von Bingos Manuskript hält. Doch der seltsame Geselle schaut euch nur verwirrt an. Eure Worte sind ein einziges Durcheinander. Tom erinnert sich an viele Dinge. Die Morgensonne, die Mittagsbrise, die Nachmittagshitze und die Abendkühle. Aber die Seiten, von denen ihr sprecht, kennt er nicht. Es besteht kein Grund zu schreiben. Wenn man den ganzen Tag mit dem Schreiben verbringt, ist das ein verlorener Tag. Schaut nicht so betrübt. Ich bin sicher, dass das Manuskript wieder auftauchen wird. Vielleicht habe ich es draußen liegen gelassen. Es gibt so vieles zu sehen. Eine Ableckung schöner als die andere. Und manchmal gehen Dinge eben verloren. Am Ende findet sich alles wieder. Hey! Und wieder zu Bingo! Tom hat mein Manuskript verlegt. Bingo Boffin. Es war zwar noch nicht sehr viel, aber dein Verlust schmerzt dennoch. Ich werde nicht in der Lage sein, mich an meine ursprünglichen Worte zu erinnern. Vielleicht sollte ich dieses Vorhaben einfach aufgeben. Ich bin weder ein Schriftsteller noch ein Abenteurer. Ihr versucht, den unglücklichen Hoppe zu trösten, und schon bald ist Bingo etwas weniger betrübt. Vielleicht habt ihr recht. Tom verbringt die meiste Zeit draußen. Vielleicht ist er irgendwo in der Nähe hat er es irgendwo in der Nähe liegen gelassen. Könnt ihr in der Umgebung nach den Seiten meines Manuskriptes suchen? Ich möchte die Chronik dieser Reise nicht schon gleich zu deren Beginn verlieren. Ah. So. Jetzt darf ich die Manuskriptseiten suchen. Nett, ne? Eine Manuskriptseite. Zweite Manuskriptseite. Und zwei Wölfe. Hab ich euch eigentlich erlaubt, mich anzugreifen? Also ich bin auch eher bei Aragorn. Ich schwinge auch eher das Aragorn-Fähnchen. Zeig mal. Das ist eine Metapher. Das weiß ich. Siehste, was frage ich dir denn so blöd? Nee, ihr wisst, wie ihr mich triggern könnt. Ja, das ist der Sinn und Zweck. Oh, ich dachte eben, wir bleiben wieder stecken. Ah, das ist bloß das nicht. Wieso wieder? Weil seit einiger Zeit die Server ein paar Probleme machen. Also. Der Wind muss den Rest weiter aufwärts getragen haben. In die Hügelgräberhöhen. Juhu, Hügelgräberhöhen. Danke, dass ihr diesen Kapitel meines Manuskripts gefunden habt. Tom muss es draußen liegen lassen haben, wo der Wind es dann nordwärts zwischen die Bäume getragen hat. Ihr habt ein paar Seiten gefunden, aber mir scheint, der Rest wurde weiter nordwärts getragen. In die Hügelgräberhöhen. Bingo erschaudert. Dieser Ort hat einen furchterregenden Ruf und ich wollte ihn eigentlich nicht aufsuchen. Doch nun scheine ich keine andere Wahl zu haben. Wir müssen die Hügelgräberhöhen nach den restlichen fehlenden Seiten absuchen. Anscheinend fehlen die Kapitel über meine Lektion im Schwimmen und meine Abreise aus dem Auenland. Wenn wir den Hügelgräberhöhen fertig sind, sollten wir nach Neuburg zurückkehren, um Ringelblume heimzubringen. Wir sehen uns dort. Wenn ihr euch in die Trollhöhlen wollt, werde ich das ebenfalls tun. Nett. Also, geht es jetzt in die Hügelgräberhöhen? Yay. Bisschen mehr Begeisterung. Yay. Noch mehr Begeisterung. Nee, das geht nicht. Das war schon das Limit. Komm, mal das Ding da aus und wir spielen eine Runde CSGO. Nein. Nein. Einfach nur nein. Ja. Ich fand's funny. Hallo. Kopfschuss durch. Oh, Scheiße. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Ich höre dich gar nicht. Ich höre dich einfach gar nicht. Ich meine doch nicht. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ich höre dich einfach gar nicht. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? CSGO ist Counter-Strike Global Offensive. Würdet ihr mir vielleicht einen Das hatten wir gestern mal so aus Jux und Dallerei mal eine Runde gemacht. Ja. Wir haben alles gerissen. Nicht.
Meine Mannschaft hat am Ende gewonnen, aber es war nicht mein Verdienst. Ich habe einen. Ja. Einen habe ich getroffen. Ja, und ich wusste nicht, dass man in diesem Modus eine Bombe legen kann. Nee, meins auch nicht. Meins auch nicht. Aber ich hatte es mir mal zugelegt. Da war es noch kostenpflichtig im. Und da war es, glaube ich, im Angebot für 3 Euro oder so. Das ist mir mal geholt, aber nein, meinst du auch nicht. Ich spiele es echt extrem, wirklich, also wirklich selten. Da bin ich eher bei CSS, wenn mal eine Runde. Ja. Oder halt wie gestern, weil es einfach funny war. Spiel Battlefield. Auch das spiele ich nicht. Battlefield kenne ich tatsächlich wirklich nur das allererste, und das ist 1942. Das finde ich auch immer noch gut. Aber alles, was danach kam, nope. Nie gezockt. Da bin ich raus aus den ganzen Spielen. Das kenne ich anders nicht. Ja, du haust ja auch da gerade mit deiner Spitzhacke rum. Ja. Und? Ja, und ich meine ja, nein, nix, alles gut, ich meine ja nur. Komm hier, du kleine, bissige Feldratte. Ich muss erstmal eine rauchen. Achso, ich rauche ja gar nicht. Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, du rauchst doch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Alter, was? Diese Hügelgräberhöhen, ne? Alter. Ist das ein Riesengebiet? Oh Gott. Und ich muss bald mal wieder ein bisschen was abgeben. Hab schon länger nichts mehr verkauft. Mach ich, sobald das Inventar voll ist. Händler sind ja direkt hier in der Nähe. Rapunholdkrieger. Grab und Holz. Nicht? Nee. Nee. Ja, dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Meine Güte. Einfach nur. Andere. Nein. Ja, ist ja gut. Ich sag ja gar nichts mehr. Das hält vielleicht 2 Sekunden an. Ja. Inventarüberschussbereich. Ah, Inventar ist voll, okay. Mal wieder. Wir gehen dann mal kurz. Hey. Frau EP, wie lange machen Sie heute? Weiß ich nicht. Oh. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. So lange, bis ich hungrig werde. Also richtig hungrig. Also so mega hungrig. Also so, oh mein Gott, ich sterbe fast hungrig? Ja. Ah. Und was gibt's dann? Weiß ich noch nicht. Das werde ich dann herausfinden, was es dann gibt. Ich muss mich heute überall durchfüttern. Erstmal zu Iron. Wie kann ich und euch dann zu dir. Sein? Bei mir kannst du es vergessen. Das ist nicht nett. Ich weiß. Ach so. Nein, alles gut. Ich habe gelesen. Ich glaube, bis du hier wärst, ist das Essen sowieso weg. Also in 5 Minuten. Ja, Aaron, ich mach mich gleich, warte. Jetzt auf den Weg. Na dann, viel Spaß. Lass es dir schmecken. Ich weiß zwar nicht, wo sie wohnt, aber ich bin auf jeden Fall gleich bestimmt irgendwie da. Oh, mein Navi funktioniert nicht. Scheiße. Ja, das ist blöd, ne? Das ist ziemlich blöd. Ich habe ja einen Hund, den könnte ich ja als Pferd benutzen, aber es geht auch nicht. Da bricht sie aber zusammen. Der Schlüssel ist noch da. Ja, Iron, ich habe eine Idee. Fräse sie mir ein fürs nächste Jahr. Oder so. Fräse sie mir ein. Bis dahin kann dir Iron das noch 2-3 Mal machen.
glaube ich. Nein, ich will das jetzt. Genau das willst du jetzt haben. Wenn es dir aber einfriert. 30 Minuten vom Heidepark. Ach du Scheiße, okay, da bin ich nicht vor. Das ist ja weiter, als wie ich zu euch gefahren bin. Nee. Doch, von mir aus schon. Heidepark sollte aus von mir weiter weg, als ich bei euch war. Ja, ja, ach ja, stimmt. Ja, ja, doch. Von uns aus müsstest du... Zieh mal die Arschkarte, ey. Egal, was ist. Noch knapp. Oh Gott. Ach so, okay. Das habe ich falsch verstanden, Aaron. Ja, okay, wie weit ist es von euch? Oh, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich hätte das vor drei Tagen hätte ich das ausgerechnet. Warte mal. Ja, nee. Doch. Ja, doch. Warte ja, mal. Nee, ja. Warte mal. Das kann nicht so weit. Jetzt cheatet sie wieder, ey. Ja. Ja, sie sagt auch, ja, ja. Aber ich meine ehrlich. Ja, ja, wenigstens gebe ich es zu. Ja, 100 Centig. Einmal bis... ja, yeah, ich würd gern... Nee. Wieso macht er das nicht? Einmal bis... Nee. Ich hab's gleich. Hunde sind kein Thema, okay. Ja, aber mein Hund... 43 Minuten. Den behalte ich gerne für mich. 43 Minuten nur? 43 Minuten von uns entfernt. Okay, das ist so jetzt hier, ne? Sieh zu da. Ja, und? Ja. Kann ich machen, wann ich möchte. Nee. Du? Nein, das ist nicht fair. Der Sport schon fängt an. Mach ich gleich, keine Angst. Wo kommt nichts mit? Ja, lasst mich. Alles zerstören, das ist den Kackbräu nicht. Mach ich gleich, wenn ich wieder in Sicherheit bin. Dass du immer alles kaputt machen musst. Ja, dafür bin ich bekannt. Ich habe einen Jack Russell Terrier Mix. Eine Fußhupe. Ey. Ja. Jetzt ist sie größer als eine Katze. Doch. Das ist schon. Naja. Ja, doch, ist sie. Na, Sina, lass dir das nicht gefallen. Ich weiß, wie groß. Ich weiß, wie groß eine Katze ist und ich weiß, wie groß der Hund ist. Was meinst du mit allerhöchstens gleich groß. Jack Russell Teriyaki ist die Nummer 57. lecker! Die Fußhupe kannst behalten. Ey. Iron, möchtest du unseren Hund haben? Iron, das ist ein sehr lieber Hund. Ich habe sie jetzt seit, ja, dieses Jahr seit 13 Jahren. Ja, also bitte. Aaron, du kannst ja unseren Hund haben. Wir haben größeren. Nee, die holt Monique den Tage ab. Nee, ich glaube, da ist Frisches nicht mit einfach. Frisches hat gegen Monique nicht so wirklich eine Schnitte. So, jetzt nur für dich, Sport. Ach so, hab ich schon wieder ganz vergessen. Jetzt ist es nicht gemacht. Hätte ich jetzt voll gar nicht mehr dran gedacht. Siehst du mal, was ich für ein Gedächtnis habe. Das war ich nicht. Was? Ich habe einen Jack von Kuchen. Ich weiß ja nicht, wie dick dein Kater dann ist. Ja, okay, das hast du schön formuliert. Liebenswert, aber Hupe. Ja, gut, stimme ich dazu. Die Gesamtpfote setzt sich wieder hin. Ich sitze doch schon. Wer redet von dir? Fühl dich doch nicht immer angesprochen! Ich bin fett. Das bist du. Oh yeah.
Peter geht schon nicht mehr. Platz schon aus dem Katzenkorb raus. Doch, glaub mir, geht. Dann kennst du Angie nicht. Doch, geht. Ja, aber weißt du, wie viele Katzenkörbe du schon gekotzt hast? Aber willst du wissen, wie viel? Weil ich sie bezahlt habe? Könnten wir das vielleicht privat sprechen? Ich komme gerade irgendwie nicht mehr mit. Das ist gut, ich habe dich verwirrt. Wie viele Katzenkörper hast du mir denn bitte? Warum man das hat und wieso? Kupa! Mein Kater heißt Bobby. Oh, Schubidoo! Mein Kater heißt Bobby, ja. Ein wenig. Ah, die schlimmste Quest überhaupt. Den Ort kenne ich auch. Wäre schlimm, wenn nicht. Ja, wir waren ja schon da. Du kennst alles sagen, ne? Bis hierhin. Bis nach Enyo. Aber ich finde, Blue ist ein cooler Name für einen Kater. Finde ich gut. Ja, bis dann bis Stärke, hier kennst du das. Bis knapp hinter die Wetterspitze. Aber nur knapp. Danach ist für die Schicht. Was ist das? Wie heißt das? Belega. Hallo und seine Crew. Oh ja, das kenne ich auch noch, Hybrid. Ja, das war mega cool. Ah, sehr geil. Sehr geil, Bad Boy. Ah ja, ist verwirrt. Ach, Iron, da muss ich die Attacke gar nicht einsetzen. Ich bin wirklich immer verwirrt. Hier sind jetzt auch schon zwei andere aus dem Chat. Beziehungsweise drei. Einmal meine beiden, zwei von meinen drei Mods und dann noch eine andere liebe, nette Person, die unsere Elben-Mutti ist. Jein. Ich habe vor Jahren mal angefangen. Also mein Kompagnon hier im Voice und ich, wir haben Anfang des Jahres mit einem... Wer ist denn noch im Voice? Hallo. Wir haben Anfang des Jahres angefangen mit unseren ersten Chars wieder, weil wir gedacht haben, hey, komm, könnt ihr lustig werden. Und dann habe ich jetzt vor, ich glaube, 3 Wochen dann noch solo angefangen, weil Kaya nicht ganz so viel Zeit hatte und ich dann aber Bock auf Lotro hatte. Deswegen hatte ich mir dann nochmal ein Char für mich zum Solo-Spielen erstellt und den möchte ich jetzt erstmal durchziehen. Bis wir. Ne? Richtung Endgame gehen. Falls das jemals passieren sollte. Also so halb kenne ich es aber auch nicht. Ist eine Mischung aus beiden. Ich weigere mich sehr hart, bis jetzt erfolgreich. Iron, du kommst irgendwann auch noch hierher. Das gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Und Bad Boy, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen hier in der Katzenstube. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Wir sind alle ganz, ganz, ganz liebe Samtpfoten. Glaub mir, ich hab mich da auch lange geweigert, das Spiel zu spielen. Ja, und hat trotzdem aufgegeben. Ja. Ich hab verloren. Ja. Ich bin halt geistig. Ich bin halt schwach. Lasst euch machen. Oh ja. Das ist nicht lustig. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Aber wenn sich Iron Charakter macht, dann nennt sie ihn auch wirklich den perversen Perser. Ich finde das geil. Der Perser. Ja, der Name hat er. Ich spiele das Spiel seit über 9 Jahren. 9 Jahre ist ja lange Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das Spiel an sich jetzt? 14 Jahre? Das musst du doch wissen. Warte mal, ich kann mal gerade googeln. Ich glaube seit 2007. Moment. 2004? Moment. Kann ich dir gleich sagen. Irgend sowas in dem Dreh. Herr der Ringe Online. Mein Kompagnon schaut kurz nach. Mein eiskaltes Händchen. 24. April 2007. Ah, ja, gut, dann hatte ich ja mit 2007 recht. Wie du klaust meine Teppichratte.
Pipi. Perverser, perverser. Aha. Das ist so geil. So ein geiler Name, ey. Oh, Hybrid, du hast sowas von recht. Ja, Hybrid macht das bei jedem Neuen. Bei jeder Neuen. Genau, genauso wie Iron. Das, beide haben einen Job für Neurotrafen. Es ist einfach so geil. Ich find's so geil. Das sind die kreativen Köpfe hier bei uns. Ja gut, wir sind's ja nicht. Also jemand muss es ja machen. Stimmt. Komm her, du kleine süße Ratte. Komm her zu Mama. Mama bringt dich um. Du redest gut zu ihr und nur um sie dann umzubringen, du Monster. Ja, da bin ich gut drin. Ich kann nicht viel, ja, ja. Aber das kann ich. Ja, ich kann auch nicht viel, aber was kann ich eigentlich? Moment. Kauderwelsch, spreche ich fließend. Hallo Mappa. Hallo Mappa. Guten Abend. Kann man schon guten Abend sagen? Jupp. Ja, jupp. Jupp. Stand nicht in der Stellenbeschreibung. Iron, du kommst nicht mehr drum herum. Nope. Du bist einfach gefangen. Nope. Auf ewig. Auf eine ewig Aydaria, gefangen. Eine Aydaria, dich zu knechten. Ja, und weiter weiß ich auch nicht. Du musst nur hochscrollen, das steht's noch. Ja, das will ich ja nicht klauen. Aber meine Mama ist online. Also, meine Ingame-Mama. Ich würde jetzt nicht falsch verstehen. Oder unsere Ingame-Mama. Ja. Mhm. Nehmen wir mal den VIP-Status weg. Nee, noch nicht. Noch nicht. Möchtest du das wirklich? Nein. Na gut, ich kann es glaube ich sowieso nicht und. Doch. Ja? Ich meine, die Mods können's. Echt? Ich meine ja. Ja, ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Möglich. Ja? Sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, die Mods können's. Ja, natürlich können wir das. Wir können alles. Das nicht, aber einige Berechtigungen habt ihr, ja. Ich kann euch natürlich auch unterschiedliche Berechtigungen geben, aber... Wir können auch deinen Account löschen. Also nein, das Account, könnt ihr nicht. Wenn du das möchtest. Es sei denn, ihr hackt meinen Account, dann könntet ihr ihn löschen. Very important. Aber... Yeah. Very important, Pussy. Nein. Nein. Ich finde sie gut. Spontane Genialität finde ich immer gut. Ja, ne? Ja. Yep. So, wo ist denn jetzt? Das ist das Ding, was ich suche. Der Diamant steht dir. Der Diamant steht euch beiden. So, jetzt bitte einmal hier hin. Anglubsch. Iron, da brauchst du gar nicht so unschuldig. Alles gut. Ach, da oben. Ist das eine miese Sau? Was machst du denn da oben? Dich beschießen? Das ist ein verrückt Insassenprogramm. Fast. Fast. So ein Nordlicht kann nichts. Wer hat denn gesagt, dass ein Nordlicht nichts kann? Nordlicht kann leuchten. Du bist raus. Wieso? Ja. Voll, wir sind raus. Wieso das denn? Ich will aber nicht. Ich will noch eine Chance. Nein. Kann das doch. Das ist ja nicht bei Wünsch dir was. Doch. Ja? Nicht? Okay, ich dachte, das würde gehen.
Okay, dann könnt ihr es doch nicht. Dann kannst nur ich. Aha. Edgy Badge. Ja, aber erstmal große Fresse. Oh, das können die Mods auch. Ich hab gesagt, ich glaube, das können die Mods auch. Ich meine, das können die Mods auch. Ich hab euren Mod an sich nicht. Nein. Ich sehe nicht, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Hört drauf zu lachen, ihr Panzen. Ich nix Panse. Pansen kriegt unser Hund öfters mal. Naschen. Ich mag Pansen. Was? Ich weiß nicht, Pansen stinkt immer so ein bisschen nach Fisch, finde ich. Wo sie eigentlich Innereien sind. Ja, aber das hat Frodo halt auch gesagt, ne? Als wir hatten halt wirklich frischen Pansen und so, es stank so bestialisch im Kühlschrank. Das war so ekelhaft. Und als wir es dann zubereitet haben, hat echt einfach nur nach geräuchertem Fisch gerochen. Und ich dachte auch nur so, okay, wer hat hier Fisch gemacht? Geräucherter Fisch riecht eigentlich gar nicht mal schlecht, deswegen wundere ich mich jetzt gerade, was habt ihr da geholt? Pansen! Ja, schon, aber... Ja, wie gesagt, Frutus meinte aber halt auch, ja, das riecht echt nach Fisch. So. Hybrid, ich weiß, alles gut. Weil Pansen ist halt so, wenn es unzubereitet ist, riecht das so ekelhaft. Aber als es dann fertig gekocht war, roch es lecker. Aber die Konsistenz ist ekelhaft. Ja, dann hast du es selber aufgegessen, nee, und deinen Mund nicht gegeben. Nee. Na super, nee, toll. In Reihen würde ich niemals essen. Ich ekel mich da so vor. Ich könnte auch niemals Leber essen. Leber kann ich nicht essen, Niere kann ich auch nicht essen, Herz kann ich nicht essen, das ist so ekelhaft. Bah. Hast du isst keine Leber? Mm-mm. Eine brauche ich nicht täglich, aber so einmal im Jahr, nee, schön. Nee. Doch. Aber ist Geschmackssache, ist Geschmackssache. Oh, das wird mir echt zu viel. Also da kommt es mir echt jedes Mal hoch. Es schmeckt nach Hühnchen, also das schmeckt nach Fisch. Ja, die Trolle. Die Trolle. Genau, Dufte. Mit schönen Zwiebeln. Kartoffelpüree. Bam. Warte mal, das kann auch einmal weg und dann machen wir das. Okay. Unholde. Nee, das ist ein Bargast, aber können wir trotzdem töten. Da bin ich auch raus. Bin ich da nicht allein mit. Ja gut, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ja, aber wie gesagt, ich... Absolut. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist Fenchel. In jeder erdenklichen Form, als Gemüse, Fenchel mag ich auch nicht. Bäh, ne. Da ein blaues so Licht, was tut das? Es leuchtet blau. Ja, ja, wer kennt es nicht, das blaue Licht? Du? Das ist immer das, was nachts in meinem Kopf so hell strahlt. Nicht im positiven Sinne. Das sehe ich bis hierhin. Ja, deswegen ja. Deswegen mache ich immer die Rolle runter. Der Mekea scheint das schon wieder bei Adaria, die Birne da aus dem Schädel. Oh ne, du. Fenchel bin ich auch raus. Ja. Genauso Rosmarin mag ich zum Beispiel auch nicht. Rosmarin mag ich nicht. Und vertrage ich auch nicht so. Oder Kümmel. Kümmel kann ich auch nicht ab. Gemahlen ja, tatsächlich, aber jetzt so drauf beißen auf so ein Dings möchte ich auch nicht. Ich könnte jetzt überschreiben, oder soll ich dir eine Kiste holen? Oder wie er da gelacht hat, ich weiß es nicht genau. Ich krieg die Lache einfach nicht hin von ihm. Ich weiß gerade nicht, worum es geht. Ist auch ein Zitat, also das, was Aaron geschrieben hat, ist auch ein Zitat aus Herr der Ringe. Schlacht bei Helms Klamm, wo Gimli und Legolas da oben stehen und Gimli halt nicht zieht, ne? Und Legolas dann ja nur meint, ey, ich könnte dir eine Kiste besorgen. Ich find's gut. Kümmel-Igel. Aaron, wir verstehen uns echt so gut. Ich mag's auch nicht. Das ist voll egal. Ja, wie gesagt, Kümmel gemahlen, ja, dezent, ja. Auf so ein, auf so eine Nadel, ich sag mal, ja, auf so ein Mist, draufbeißen, nee, zu intensiv. Ja, das mit dem Licht, ja, das mit der Kiste aus Herr der Ringe.
So, hier ist noch eine verwehte Seite. Wie Iron Man genau das schreibt, was ich gesagt habe. Oder wir gleichzeitig mal wieder gedacht haben. Das ist echt unheimlich langsam. Der ist der Totze nur für einen. Ja. Ja, wo sie da ihren Wettkampf da machen. Busch, busch, busch. Wenn wir erstmal Essen machen, nehmen wir auf Sam nie mit. Dann lass es dir schmecken, Hybrid. Isst für mich mit. Ich weiß immer noch nicht, was es noch hergibt. Und geh auch für sie aufs Klo. Nee, da war ich gerade erst. Ja, schon, aber. Oh, bitte. Ne? Hört mich was? Doch wenigstens an. Ja nicht. Du die schlimmste Quest ever. Jo. Lauf, bitte! Lauf! Leber und Zwiebeln. Leber. Mit Zwiebeln, ja. Iron hat Glotro schon installiert. Aber Iron war einmal kurz davor. Und dann, ich weiß gar nicht, kam Planet Zoo dann gerade oder? Irgendwas kam dazwischen. Nee, Phasmo, glaube ich. Du hattest dann eine Runde Phasmo, glaube ich. Ah, ich weiß jetzt nicht mehr, was an dem Tag gewesen ist. Jedenfalls hatte Iron einmal geschrieben, dass sie sich beinahe das durchgerungen hätte. Aber dann war was anderes. Oh, Frosch ist zu Hause. Trampelt erstmal auf meinem Kopf rum. Danke. Ich werde jetzt fast nur spielen. Mach das, Iron. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie lange ich mache. Ich denke, mein Frosch wird gleich runterkommen. Denke ich. Eventuell. Aber jetzt bin ich weg. Erfrisches. Die Zeit muss sein. Ja, natürlich erfrisches. Ja. Und schreibt mir auch noch. Ah, mit Herzchen. Oh, ah, ist das süß. Kriegt ein Herzchen zurück. Immer diese Ausreden. Bye bye, Iron. Oh Gott. Ui. Fängt die Olle an zu holen hier. Ach, wie? Ach Gott, nein. Doch. Die holt jetzt ja einmal den Berserker. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne die Quest. Und das geht jetzt noch einmal hier ganz runter, dann da entlang bis noch da hinten. Ja. Eine leidige Quest. Nur, dass du später wieder da sitzen darf, damit jemand anderes hier rettet. Ja. Weißt du, gerade gerettet, gerade aus dem Hügelgräber zurückgebracht, rennt die Eule wieder zurück. Ja, ich troll euch jetzt, zack, und dann rennt sie wieder zurück. Aha. Das ist eine. Vielleicht Achso. Leidet sie ja an Demenz, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das wäre eine Möglichkeit. Als dann mal spät wäre, ist ja das Gute. Ein ewiger Teufelskreis. Sie kommt hier nicht mehr raus aus den Hügelgräberhöhen. Sie bleibt so, immer. Von, ist echt so. Vor allem, wie die auch geht, so ganz langsam und gemächlich, statt da zu laufen. Ja, ich bin ja so in Gefahr. Ach komm, ich chill mal hier unten rum. Sie hat bestimmt nur ihren Lieblingsstein vergessen. Ja, oder das. Oh. Guck mal, da ist noch jemand. Von. Was? Das macht die doch die ganze Zeit da gerade. Ja gut, ich habe den Stream aus. Ja, ja, ich weiß, deswegen, ich synchronisiere es dir nach, damit du weißt, wie ich hier gerade am Leiden bin. Das finde ich sehr nett, aber nein, danke, lass es bitte. nein. Was denn? Ich möchte das nicht. Gib ihn den Rollator. Ich glaube, das wird nichts. Ist ein bisschen uneben. Ich glaube, die rollt dann rückwärts wieder zurück. Ja, wir machen ihr Monster-Truck-Reifen drauf. Reifen. Und dann scheppert sie da durch das Gelände. Dann machen wir den auch rot wie Ferrari hier. Formel 1. Und dann geht's richtig. Sind wir jetzt unter die Texaner gegangen? Oder unter die Cowboys? Eigentlich nicht, nein. Was?
Die haben doch immer diesen, ne? Den Slang drauf. Reifen. Reifen. Ja, war eigentlich nicht geplant. Ja, das sagen sie alle. Aber ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich glaube, das ist der Weg. Welcher? Über den Hügel? Ich warte, ich werf sie einmal kurz. Ja, schlau wär's, ne? Ah, ist immer noch am Heulen, ey. Ja, die sind immer noch am Rumheulen. Gut, dass ich den Stream auf stumm hab. Ey, ja, deswegen synchronisiere ich es dir ja nach. Ich kann das echt nicht sprechen. Stumm. 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 Gott. Stumm, dumm. Dumm, stumm. Dumm. Stimmt. Jetzt rein. Weißt du, da hinten haben wir gestartet. Da haben wir gestartet. Warum ist die nicht einfach gleich darüber gerannt? Moment, das kommt mir bekannt vor. Ja, Olle, weil du da hinten eben genug gestanden hast. Deswegen kommt dir das bekannt vor. Oh Gott, ich hasse diese Quest. Es gibt weniger Quests, die ich bisher hasse in diesem Spiel, aber diese hier gehört dazu. Martha, gute Idee. Sie hat sich zwar ein bisschen viel zu melden, aber die hat ja eh nichts zu tun. Also von daher. Doch, jammern und heulen und winseln. Ja, da kann sie auch Rasen mähen. Da hat Martha recht. Ja, aber das ist halt ihr Hauptberuf. Und wo sind die Punkte? Dann nimmt man hier so einen Kartenschneider, dann zritt. Schneidet ihr einfach mein Iro. Hauptsache, das Benzin geht nicht aus. Bei der Strecke, die sie gelaufen ist? Oh doch. Weil hier eine Kabeltrommel verlegen? Boah, das ist, ja. So, das Viech wird sie eh gleich angreifen. Hier ist der Eingang, wir sind fast da. Nett, ne? Ja, eine Weißweinschorle. Ist Kurbel betrieben, da geht nichts aus. Aber was ist, wenn die Kurve abbricht? Oh, heute bewegen sie sich rum. Nee, naja, doch, wahrscheinlich, weil sie dann irgendwann keine Kraft mehr in ihren kleinen Stimmerärmchen hat. Ja, genau, ich will nicht mehr gerade. Ist das scheiße. Nee. Hoppala, Pip. Was denn? So, ich mache einmal eine ganz kurze Pinkelpause und sag kurz frisches Hallo. Wir sind ja jetzt in Sicherheit. So, dann kann ich ihm einmal ganz kurz Hallo sagen. Guck mal, wie schnell die auf einmal ist. Ja. So, ich bin gleich wieder da.